So Leute, willkommen zurück zu Super Mario World 2 Yoshi's Island. Beim letzten Mal haben wir ein harmloses Wesen umgebracht. Ja, ich fühle mich immer noch dreckig deswegen. Ja, und das Schloss in die Luft gejagt. Schwarzwälder Felsen Hagel. Oh je. Warum hagelt es bei mir eigentlich immer irgendwas? Weiß ich nicht. Oh, ein Koopa! Ah! Das muss jetzt passieren. Ich sag's dir nicht gerne, aber es war abzusehen. Hey, ich kann ihn ja gar nicht in Ei verarbeiten. Nee, die sind zu hart für dich. Aha, erwischt. So, Erstmal ab in die Pipe. So. Was steht da? Willkommen im Geheimraum. Du kannst hier die Steuerung von Super Baby Mario üben. Berühre einen Stern nach dem anderen, um so lange wie möglich Super Baby Mario zu bleiben. Halte B gedrückt, um langsam zu fallen, und drücke Y, um so schnell wie der Wind zu rennen. Wenn du das Steuerkreuz in eine Richtung gedrückt hast, kann Super Baby Mario Wände entlang laufen. Oh Gott. Oh. Okay. Aha, hier kann ich dann wieder zurück. So. Wie komme ich da jetzt eigentlich, wie komme ich an diese Blume dran, frage ich mich gerade. Du musst wahrscheinlich außen rum gehen. Da wird irgendwo wahrscheinlich noch ein zweiter Stern sein, also Tempo. Renn so schnell wie der Wind. Da ist der Stern. Okay. Los geht's. Auf. Oh, die Mützen ja nicht mehr noch mit. Das Stern da unten respawnt ja die ganze Zeit. Ja. Extra Leben abkassieren. Ja, natürlich. So. Paschi mit seinem Super Baby Mario. So, jetzt geht's weiter. Auf. Mist. Ich glaube, du kannst da einfach vorbeilaufen, den Laufen mit. Weil da ist extra so ein... Ja. Oh ja, stimmt. Ah, krieg ich das Blümchen, ja. Yippie, geschafft! So, und raus hier. So. Ich mag keine Koopa-Jumps. Musst du ja auch gar nicht machen. Ja, ich wollte schon, ich werde einfach jeden Paracoopa, den ich hier finde, werde ich einfach essen. Ah! Das ist ja aber spät aufgefallen. Ich dachte, es bewegt sich wieder hoch. Das andere kam auch nicht wieder. Na gut. Kapiert. Yoshi, warum isst du eigentlich? Nein! Ich glaube, wenn du ihn in Boxershorts erwischst, dann kannst du ihn essen. Oh Mann! Ich glaube, deine Blume ist jetzt weg. Aus dem super Geheimraum. Kann gut sein. So, wie soll ich dieses Ding jetzt da unten kriegen? Mit dem Koopa-Shell einfach rüberschießen. Mutig. Einfach von hier. Oder so. Oder so, so geht's auch. Ja komm, dann holen wir uns die Blume nochmal. Wow. Leute, passt überall Sachen. Überall tückische Fallen. Los geht's. So, jetzt einfach schnell durchrennen. Kannst es. Verrückt, hier sind so viele Münzen. Ich kann hier gerade noch ein extra Leben abzwacken. Oder wieder ein extra Leben, weil das, was ich gerade gesammelt habe, habe ich ja gerade wieder verballert. Ist aber nett, dass die Sterne die ganze Zeit respawnen. Ja, das ist sehr nett. Aber so. Ganz ehrlich, wir brauchen hier auch nicht so viele extra Leben. Noch. Ja, denke ich auch.
Dadurch, dass wir ja nach jedem Level eine Hardsave haben. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich sozial für ein Nintendo-Spiel. Ja, das stimmt. Also besonders für ein Klassik-Nintendo-Spiel. Ja. Wobei die ja in Super Mario, in allen Super Mario-Teilen das ja immer weiterhin die Policy haben, dass wenn du stirbst, bist du, musst du halt wieder... Ja, ist ja gut. Ich hab's kapiert mittlerweile. Ich war mir für einen Moment nicht ganz sicher. So, gib mir... Oh! Das ist Pucci. Wow! Der klaut dir ein Ei. Ach so. Da steht es ja wahrscheinlich jetzt auch, ne? Dieser Hund heißt Schnuffel. Ach, stimmt, im Deutschen heißt er Schnuffel. Im Original heißt er, glaube ich, Pucci. Springe auf ihn und er läuft wie... wie von Sinnen in die Richtung, in die Yoshi schaut. Den cool. Sollst du wahrscheinlich benutzen, um da in die Pipe reinzukommen. Denke ich auch. Aber bestimmt gibt's da rechts auch irgendwas Interessantes. Ja, ich glaube, rechts geht's tatsächlich weiter. Ja, los geht's, Schnuffel! Ja, okay, dann gehen wir da mal in die Pipe rein. Ich glaube nicht, weil hier ist doch so ein Stern. Okay, aber ich kann da wieder runter. Gut. Dann machen wir einfach beides. Ich hole mir jetzt das Sterngedöns und dann... Dann kannst du nochmal runtergehen. Genau. Wichtig ist bloß, dass du den Sternenring halt mitgenommen hast. Ja. Ich glaube, dann geht's hier weiter und nicht da unten. Wenn hier schon so ein Stern, so ein Stargate ist. So, los geht's, Schnuffel! Auf sie mit Gebrüll! Wow! Okay. Oh, da kann ja auch hüpfen. Was? Ich sterbe sofort? Ja, offenbar. Also vielleicht kannst du, wenn du hochguckst, Schnuffel sagen. Aber du hast ja zum Glück den Sternenkreis gesammelt. Aber jetzt wäre halt die Frage, geht's vielleicht doch rechts weiter? Riesenlag? Hallo? War gerade irgendwie ein Riesenlag? Ja, ich hab dich auch nicht mehr gehört in Discord. Okay, sehr merkwürdig. Ja, die Frage wäre halt, ob es dann vielleicht doch da rechts weitergeht. Kommunikationssystem. Weil... rechts war ja... Also hier ist ja ein Pfeil. Ah ne, du hast... Ja, aber hier geht's nicht weiter. Ich hab hier nur so ein... Ah, ein Schlüssel, siehst du? Hab ich jetzt hier. Aha. So, los geht's, Schnuffel. Auf, zurück. Ebenfalls mit Schnuffel. Schnuffel? Der hat da einen Tunnel. Du musst dann von Schnuffel runterspringen. So, hab ihn. Warte auf mich, Schnuffel. Guter Hund. Guter Hund. So, puh. Okay, hätten wir das auch hinter uns. Jetzt wünschte ich mir, ich hätte den Sternenring erst danach genommen. Ja. Allerdings, wer weiß, was du dann noch alles nochmal hättest machen müssen nach deinem ersten Tod. Oh Gott, ein stocklangsamer Moving Screen, der nach oben geht. Tetris. Oh, jetzt wird Tetris gespielt! Hallo, ich bin hier drin! Hören Sie auf, Tetris zu spielen! Hier ist jemand da drin im Tetris-Spielfeld! Wer hatte noch nie den Gedanken, dass Tetris irgendwann mal so endet? Da gibt's doch sogar einen Film darüber. Ja. Es wurde ja auch in verschiedenen Sachen aufgegriffen, zum Beispiel Gravity Falls, aber da mit der Tanzmaschine, mit den Pfeilen, die runterkommen. Genau, ja. Oh je. Oh Gott. Ich hab Angst. Hilf mir. Oh mein Gott. Ah! Nein! Das gibt's nicht. Jetzt musst du den Schnuffel-Ride nochmal machen. Muss ich? Wie soll ich da rauskommen? Da gab's doch keine Lücke für mich. Rechts hättest du rausgemusst. Oh, als die Lücke noch war. Gesundheit. Gott, Gesundheit. Pasch ist allergisch auf Felsen, die ihn zerquetschen. Wer ist das nicht? Oh. So. Ich würde mal sagen, flüssige Lebewesen. Naja, man wird doch zum flüssigen Lebewesen, wenn man zerquetscht wird von so einem Felsen. Gutes Argument, gutes Argument. Aber das Ding hatte ich eben auch ganz fein püriert. Naja, geschüttelt, nicht gerührt. Oder gerührt, nicht geschüttelt. So, auf geht's, Schnuffel.
Auf geht's, ab geht's. Danke, Schnuffel, guter Hund. Schon wieder. Ja komm, jetzt machst du nochmal die Tetris-Experience. Jetzt wurde ich von Tetris gequetscht. Das muss auch einer der unwilligsten Wege sein, dein Leben zu beenden, von einem dicken Tetris-Block zerquetscht zu werden. Jetzt übertreib nicht. Ja. Ich übertreib's nie, mein Freund. Niemals. Nie, nie, niemals und niemals nie. So. Oh je. Ja, bis dahin ist noch okay. Genau. Und dann jetzt gleich ganz rechts. Schnell! Spring, Yoshi! Okay, so. Und jetzt kannst du es dir holen. Wunderbar. Ist da gerade noch man, mehr runter? Ja, da ist noch was runtergekommen. Kommt da noch mehr runter? Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay. Was ist das denn? Eine mega fett. Also ich schieße jetzt lieber mal drauf, bevor ich da reinlaufe. Aha, die explodiert einfach. Okay. Ach, die und kommt auch wieder. Neu. Ich glaube, die kannst du aber abfressen. Offensichtlich. Sag mir nicht, dass ich da jetzt runterfalle und sterbe. Nee. Okay, warte. Aber du hättest die Viecher fressen können wahrscheinlich. Hätte ich ja. Aber kann ich ja, glaube ich, auch nochmal, wenn ich wieder hochklettere. Du musst halt nochmal hier eine... Ja, wir haben alles... Was? Achso, ja, stimmt. Okay. Ich dachte, die nimmt man automatisch mit, wenn man die frisst. Nur wenn die wenn du die Münze berührst. Gut, so kann man Münzen auch einsammeln. In 2 bis 3 Tagen kriegst du wieder. Ja. Dann gibt's Wechselgeld. Oh Mann, ey. Ich bin mir sicher, so hat sich Sunnyfair früher bezahlt. Gott! Was müssen die auch alle an einem Ort so rumstehen die ganze Zeit? Ich meine, du könntest die auch abschmeißen in der Luft. Wie denn? Kriegst. Ich glaube, man bleibt nicht stehen, wenn man... Nee, mach mal auch nicht. Mario! So. Ach komm, es ist mir jetzt so egal. Es ist mir jetzt so egal. Na gut. Es ist mir egal. Es ist mir völlig egal. Ich liebe in die Pipe rein. Kann ich nicht. Und die Attacke geht einfach... Ah. Das Vieh ist nicht stampferresistent. Mario. Mario, wir haben drüber geredet. Kleiner Bub. Boah. Hängen die da einfach mal Granaten auf. Ich glaub auch. Ich will den Ballon zerstören, Mann. Jetzt habe ich keine Eier mehr. Ach Gottchen. Oh Gott. Okay, ich brauche gar keine Eier. Toll. Fliegen sie einfach alle auf direktestem Wege nach unten. Oh Mann. Oh nein, nicht schon wieder. Wie finde ich mich eigentlich immer in solchen Situationen? Ich habe keine Ahnung. Ich will einfach, dass der Level jetzt vorbei ist. Mein Controller hat schon aus Langeweile disconnected. Schon wieder? Aus Langeweile, aber diesmal und das, weil das USB-Gerät aber noch dranhängt, zählt er noch. Ach so, okay. Mist. Warte. Ah, ich habe ja nichts mehr zum Schießen. Aber du kannst da noch ins Haus rein, vielleicht. Vielleicht kriegst du da drin Eier. Stimmt. Peng, bumm, finde den Bonusballon, benutze die Stampfattacke und die Ballons werden platzen. Oh, ich hab ihn. Yippie! Plus 20 Sterne! Ja. Das heißt, dann habe ich jetzt 30, ne? Ja. Und die Plattform kommt wieder runter, aber ich versuch's nicht. Ich versuch's nicht. Ich hab doch eh schon eine rote Münze übersehen, also ist es mir... Also was heißt übersehen? Übergangen.
Bonusspiel. Ja. Ah, geil. 11? Wieso? Ich hab doch 20. Ja, egal. Nee, du hast plus 20 gekriegt. Ach so, ich hatte noch benutzen müssen. Ja, okay, ja, alles klar. Das ist ja ein Item. Glückskarte, decke eine der Karten auf und du erhältst einen Gegenstand. Je mehr Glück du hast, desto besser der Gegenstand. Cool. Ja, dann. Wer Glück haben will, der nimmt unten links. Ich hab was gesagt von wer Glück haben will, nicht wer Glück hat. Also, das sind zwei fundamental verschiedene Dinge. Ja. Hier, nimm, mach du. Okay, er nimmt offenbar meine Steuerung nicht. Na geil. Hallo? Nee, will er nicht. Aber sonst hat er es doch auch immer noch genommen. Ach, gib her. Wie lange geht der Part noch? Vielleicht. Ach, warte mal, dann. Wenn ich jetzt nochmal ins Fenster drücke, vielleicht. Vielleicht nimmt. Ja, jetzt nimmt er. Oh ja, jetzt geht. Okay, gut, dann hau rein. Falsch. Geh zurück. So, genau. Jetzt habe ich's. Richtig. 2-2, Super Baby Home Run. Darf ich jetzt das Baby mit dem Baseballschläger hauen? Bitte! Treffe das Pfeilzeichen mit einem Ei und wundere dich nicht, wenn das Ei den Turbogang einlegt. Ach so, das ist dann wie diese einen Dinger in Mario Odyssey, wo man Cappy draufschmeißt, dann lenkt er sich um in eine bestimmte. Ich muss gerade über ein Ei springen. das war sauber. Hui. Okay. Also ja, wie gesagt, diese Dinge in Super Mario Odyssey in der Pyramidenwelt, wo man Cappy drauf schießt und dann Mario. So. Das sind so die Chucks dieser Welt. Ja, man merkt's. Ah, okay. Ich dachte gerade schon, es wäre einfach nichts passiert. Ja, das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Wow. Ui. Gehst. So. Was ist das denn für ein widerliches Teil? Guck dir das mal an. Ii. Sieht ja grauenhaft aus. Verdammt. So kann man. Also das mit dem Zielen, wie gesagt. Lauf einfach. Ignoriere die Dinger. Miam, miam, miam. Warum muss das eine Welt sein, in der man nichts töten kann? So, sehr schön. Lass mich raten, nach links gehen, Switch aktivieren, zurück nach rechts. Natürlich sagt es nach oben. Au! Peng! Hey! Listen! Ja. Hey! So. Peng! Keine Gnade. Berühre einen Superstern, um Super Baby Mario zu werden. Drücke Y und Super Baby Mario. Kennen wir doch schon alles. Muss ich jetzt oben oder unten rum? Ich weiß es nicht. Ah. Du hast einen Witz, der kann ich durchgehen. Also Baby Mario. Ja, das heißt runtergehen, Baby Mario werden und dann geht die Action ab. Ja. Hui! Yahoo!
Wuhu! Und Baby Mario, der kann einfach mal hier auf Stacheln laufen. Ja, das ist ja auch super, Baby Mario. Er hat Füße aus Stahl oder was? Ja, offenbar. Guck mal da, Baseballspieler. Los, schmeiß. Okay. Ich glaube, ja, den würde ich nicht an. Nee, der schlägt einfach zurück. Essen kannst du ihn auch nicht. Das ist einfach ein Fiesling. Der will verhindern, dass du das Ding da. Den habe ich aber gut erwischt. In der Tat. Ist er wieder. Ich glaube. Er ist wieder da. Versuch mal Stampfi-Attacke. Nee, der kriegt von mir noch so ein Ding. Ja, bevor du jetzt hier wieder alles verballerst. Oh Gott. Das meinte ich nicht. Hui! Geht aber weit nach unten. Es geht ziemlich weit nach unten, ja. So, wir haben ja gerade erst einen Sternkreis aufgesammelt, also. Ja, es ist. Es ist nicht wirklich viel, was wir hier verlieren. Du meintest stampfen. Ja. Er muss schon treffen. Da ballert mir der andere aber wieder ins Genick. Ja, dann mach einfach. Ich dachte. Oh. Toll. Okay, hast es. Boah. Ja, so ist es halt. Chuck spielen Football und okay, ich muss dem, glaube ich, das Ding zuschmeißen. Oder auch nicht. Weißt du was? Ist mir egal. Fang jetzt an wie du, es ist mir egal. Oh. Was ist das? Blaue Frucht? Premium oder was? Ich weiß es nicht. Versuch mal zu schießen. Oh, eine Eisblume. Im Grunde wie eine Eisblume einfach. Ja. Oh. Das war aber freundlich. Okay. Links kannst du auch rein. Links kannst du auch rein. Ganz links, ganz links. Ganz links? Ja. Ah ja, ich seh's. Oh, siehst du? Da kriegst du einen Checkpoint. Sehr gut. So, was jetzt ist die Frage? Das ist eine gute Frage. Oh, dass das immer kurz anhält, ne? Das macht einen so ein wenig fuchsig. Ja gut, ich habe kein Ei. Das nervt einfach. Guck die ganzen Fragezeichenblöcke an. Oh! Naja. Aha! Oh, guck mal, hier kriegst du Eier. Doing, 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 boing, boing, zoing, doing, 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 doing. Yoshi's Eggland. Boing, 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 the doing, doing, the doing, doing, boing, 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 the doing, doing, the doing, doing. Okay, ich hab ein Safe State gemacht versehentlich. Wir haben noch kein Safe State, lad. Oh. Oh, das katapultiert einen da aber auch weg. Oh Gott, ey. Nee, das wird so nix. Sag mal. Das wird so nix. Ja, doof ein Ei gelegt? Oder? Ja, das eine Ding, was da noch übrig war, hätte ich schon ganz gerne. Das hier. Ach hier, ja, dann nimm das. Häng. Ah, ein Blümchen. Aber auch nicht das letzte. Ich habe das Gefühl, ich habe eins übersehen. Ja, es kann sein, dass es in dem einen, wo es dir egal war, dass da kein Blümchen, dass da ein Blümchen drin war. Autsch. Ja. Ich hasse die ganzen Viecher hier. Feierabend. Au. Ich hasse euch alle. Lass mich raus. Miam, miam. Glauben Sie, wie viel Spaß ich gerade habe?
Oh, garantiert ganz viel. Noch mal eine von euch. Ja, jetzt wegrennen, ne? So. Wieder gesaved versehentlich. So, weg hier. Bring mich hier raus. Hab ich nicht. Hab ich alles nicht. Das ist ja mies. Ich bin ein Yoshi, lasst mich hier raus. Ja. Gott, was ist das auch für ein Labyrinth hier? Das ist ja der reinste Dreck. Ups. Ich muss hier den nicht gehen lassen dürfen. Nein! Oh mein Gott! So, ein Leben. Boah, wo ist denn hier der Ausgang, Mann? Es reicht. Das ist eine Eisblume. Boah, Yoshi hat echt eine Zunge aus Stahl. Ja. Und Nerven aus Titan. Ich werfe einen Gegner oder eine Blume oder ein Ei in die Blume und du bekommst Münzen oder Sterne. Drücke hoch und Y, um einen Gegner in die Höhe zu werfen. Verdammt, den muss ich erst zum Ei machen. Ja! Ja! Oh mein Gott, das ist der Horn, nee, das ist doch nicht deren Ernst, ey. Ja! Das ist doch nicht der... Jetzt musst du wieder da an Ort... Nee, ey, nein! Nein! Nein, Mann! Nein, 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 nein! Einfach nein! 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 Och, nein! Weißt du, wenn du es ein paar Mal gespielt hast, dann... Dann ist das alles kein Problem und das ist alles schön und gut. Aber wenn du es zum ersten Mal spielst, wie wir jetzt gerade, dann ist das richtig kacke. Oh, okay. Oh, nee. Oh, nein. Oh, nein. Ich fresse euch. Okay. Nein, das nehme ich mit. Das brauche. Was habt ihr jetzt von eurem Gequietsche, ihr diebischen Mistviecher? So. Nö. Nö. Jam. Also eine Sache zelebriert dieses Spiel ja sehr gut. Fressen oder gefressen werden. Ja. Absolut. Oh mein Gott, warum muss das so lang sein? Was ist das? Ah, ein Yoshi-Kopter, oder? Nein, ein Yoshi... Eine Yoshi-Raub. Raupen-Yoshi. Ja. Keine Ahnung. Okay. Ein Planier-Yoshi. So. Was auch immer ich bin. Ich glaube, ich soll eher ein Maulwurf-Yoshi sein. Ein Maul-Yoshi. Oh, jetzt aber. Zack, zack. Okay, man, hast die Münzen noch. Ja.
bitte. Oh, nee, ey. Oh, Gott. Oh, Mann, warum gibt's ja auch nirgendwo ein Stern Ding Kirchen Bumsen? Ich hab keine Ahnung. Hier sind auch überall diese roten Münzen versteckt, ne? Das heißt, du kannst nicht mal sagen... Doch, kannst du, weil wir eh keine 100% machen. Ja, aber ich meine, du kannst nicht mal hier irgendwo normal nicht lang gehen oder irgendwie abschätzen, dass es da nicht lang geht. Ich will dieses Eisding. Oh Mann. Was ist jetzt denn hier bitte unten? Nicht. Oh Gott sei Dank, kein Abgrund. Hier ist nichts, außer noch eine rote Münze. Oh. Okay. Hängen. Ich gehe da nicht runter. Nein, da bleibst du jetzt schön weg. Ihr dreckigen Mistmäuse, ne? So, ein Ring. Nee, mach Level fertig, Ende. Komm, ich hab keinen Bock mehr. Ja, okay, sag ich doch. Ja, wir haben eh nicht alles. Yes. Ich glaube, ich habe sogar alle roten Münzen. Oh, das ist mir sowas von Ralle, dass du alle roten Münzen hast. Ein Bonusspiel gibt's noch. Oh mein Gott, was für ein Dreckslevel. Ja. Ja, du hast alle roten Münzen. Glückskarte. Ah ja, das wieder. Also, wer Glück haben will, geht unten links, wie gesagt. Oben Mitte. Tja. Unten links wäre aber auch kaputt gewesen. Ich glaube, wir haben aber hart überzogen. Ja, jetzt, haben oder? Wir. Ihr lasst uns jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben und beim nächsten Mal geht's weiter mit Super Mario World 2! Yoshi's Island. Bis dann. Tschüss. Bis dann.